Hallo und willkommen zurück im Großpalast. So, wir sammeln jetzt einfach mal die Artefakte alle ein. Ich glaube, da war etwas. Oh, nein. Was zum Verdammt halt! Mal! Wir wissen ja, was wir mit denen machen wollen. Bitte keine Wer rennt Habt ihr mit daher? Herum? Ich kriege dich schon! Ah, da hinten ist auch noch ein Knochenartefakt. Du willst kämpfen? Wer ist da? Ist da wer? Nehmen wir mal. Dann wäre es die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Klingentanz. Hallo? Kann ich bald sein? Mist, hallo? Sie ist weg. Scheiße nochmal! Okay. Ja, es macht Spaß. Okay, dann ist da. Ah ne, wir müssen, glaube ich, ins Büro, ne? Da ist der Coach. So, wir laufen hier mal ein bisschen durch. Ich meine, solange wir ja niemanden töten, oder solange das, der Tod Hallo? Nicht auf unser Konto geht. Hätte ich nur ein eigenes unten, Boot. Unten. Das wäre ein Leben. Da ist noch ein Knochenartefakt. Sollt ihr auch noch jemand herumschleichen? Also hier in dem Raum. Würde ich jetzt vermuten. Auf nimmer Wiedersehen. Heilendes Glimmen. Okay, und dann da oben noch. So verstehen Sie doch. Ich rufe. Wir müssen sowieso noch in das Büro von dem. Ja. So, noch einen höher. Die rennt jetzt gerade von selber. Ich drück gar nicht, dass sie rennen soll. Passiert manches Mal. Die Lila Copperspoons Gemächer. Oh. Ist hier noch irgendwas? Da ist das Knochenartefakt. Ich kann rein gar nichts für sie tun. Gehen Sie weg. Ich will doch auch gar nichts von dir. Ich kenne sie. Die Lilas Tagebuch. Ich habe heute das Meer gemalt. Die Flut hat mit Schaum und angeschwemmten Gesteinen ihre Spuren an der Küste hinterlassen. Dabei scheinen sich die Wellen in einer geheimen Sprache zu verständigen und miteinander abzusprechen. Wenn ich diese Sprache der Wellen lernen könnte, hätte ich einen mächtigen Verbündeten. Und warum sollte ich sie nicht lernen können? Die Jahre im Nichts haben meine Sinne verändert und nun nehme ich Dinge wahr, von denen andere nichts das Mindeste ahnen, nicht das Mindeste ahnen. Ich würde sehr gerne meine Nichte Emily Caldwin malen, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Dankeschön, das ist nett. Ich würde das Rot des Feuers mit der Farbe ihres unverträglichen Mundes abstimmen. Dieses verdorbene, trotzige Maul. Vielleicht zeichne ich bald ein paar erste Skizzen, aber vielleicht verliere ich auch die Lust daran. Luca behandelt Kanaka noch immer wie seinen Spielplatz. Ich bin erfreut darüber, dass er sich nicht den unbedeutenden Zwängen der Gesellschaft in der sogenannten Etikette unterwirft. Ich fange gerade erst an zu verstehen, wie ich mich verändert habe. Aber mein Herzog ist so wie immer, seit er ein Junge war. Er ist fantastisch und unbekümmert zu sein. Es ist fantastisch, so unbekümmert zu sein. Wenn ich könnte, würde ich noch heute in Dunwall einmarschieren. Aber es gibt keinen besseren Moment dafür als das Jubiläum von Jessamines Tod. Unser Kommen wird von den anderen Besuchern aus meinem Kaiserreich unentdeckt bleiben und es wird zwischen dem Tod meiner Schwester und meinem Aufstieg eine gewisse Symmetrie geben, die Historiker als höchst befriedigend empfinden werden. Was Sie auch brauchen. Hilfe! Lassen Sie mich! Warum die dann immer Hilfe schreien? Harte Knochen. Okay. So. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch die von unten, ne? Wahrscheinlich. Und aus dem
Ach, wie nennt es sich? Aus dem Tresor. Du Hilfe! Du Hilfe! Hier! Stimmt was nicht! Ups, da war der Ton gerade schon wieder weg. Hä? Das ist echt komisch. Wer treibt sich da herum? Offices and Guest Rooms. Dann sind wir aber hier richtig. Oh. Oh. Moment mal kurz. Ich habe da gerade nämlich was gesehen. Was ist hier passiert? Oh. Soll ich helfen? Nichts hier? Sehen wir uns doch mal um. Ich frage mich, was das... Hey, wer ist... Komm her, du Weiße! Signal abwarten! Oh. Schlag sie in Stücke! Okay. Hey, wer rennt da drüben herum? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch alle eigentlich ausgeschaltet. Ich verstehe das nicht. Warum da jetzt noch mehr sind? Also ich meine, das ist ja nicht schlimm, aber... Ich hab's nicht. Lass! Ich tu dir nicht! Ich glaube, da war etwas. Jetzt macht das die Frau. Das ist hier voll das Steppduo. Na, ich glaube, wir müssen noch einen hoch. Ja. Zwecklos. Nächstes Mal. Nein, 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 nein. Hey, wann schlägt das denn zu? Was war das? Dieses Kackding. Ach nein. Oh jo. Ich wische mir nach hinten. Okay, das sind einfach viel zu viele. Das sind einfach viel zu viele. Stimmt was nicht. Aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Deshalb rennen wir mal nach unten. Wie immer. Kommt, kommt. Jo. Ich hoffe, es funktioniert noch. Oh, ey. Das ist in diesem Spiel echt manchmal... Also, das war jetzt auch dumm. Ich laufe ja auch die ganze Zeit ungeschützt durch. Nee. Was für ein Tag. Bin ich auch. Das Essen kam zu spät, das Badewasser war zu warm und... Ich kann sie sehen! Okay, es scheint noch hier ein bisschen was drin zu sein. Denn die anderen? Hier. Hier ist gerade einer reingelaufen. Nee, doch nicht. Hä, wo sind denn jetzt die anderen? Oh, da. Ich laufe wahrscheinlich zu schnell. Oh, jetzt ist leer. Oh, jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Weg da! Die Maschine braucht Platz!
Der mich. Oh, scheiße. Ach, Hacke. Oh nein. Oh no. Wann hat er denn jetzt das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Automatisches Speichern. Uhr 6. Machen wir das mal. Seht ihr auch, um wie viel Uhr ich spiele. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich spreche die ganze Zeit, weil ich so jetzt damit beschäftigt bin, die Leute da loszuwerden. Aber ups. Ich hoffe, dass das kann man mir verzeihen. Okay. Nimm das! Reines Meckern! Ich wische mir nachher dein Blut ab! Du gehst auf Nürnberg! Ich kriege dich schon! Als ob das so doll wehtut. Das ist nie passiert. Nein! Lass ihn gehen! Was ist dir passiert? Versteckst dein Gesicht! So. Jetzt aber. So, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Danke. So. Ich muss ja eigentlich alle nach und nach ausschalten, weil ist da wer? Ich ja sonst das gar nicht hinkriegen würde. Etwas. Bitte keine Rettung. Vorzeigen und Namen nennen. Hey, wer rennt da drüben herum? Als ob ich. Hey. Da kommt's. So. Wenn ich noch eine weitere Klage hören muss, werde ich wohl explodieren. Okay. Irgendwie funktionierst du nicht. Finde ich nicht gut. Oh, da hinten ist noch so ein Ding. So, Moment. Wir hören jetzt erstmal hier rein. Also, was war in diesem... Kirin, Sir... Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Der Herzog war nun, er war erbost. Ich soll mich erkundigen, wie sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Was ist hier passiert? Der Herzog erwartet auf Grundlage ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80-90%. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe ihre Beine ausgerissen. Sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment! Jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Ja, ja. Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist in Kupfer eingraviert, entlang der konkaven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment, ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde ihnen Namen geben. Es ist zwecklos. Was sage ich nur, Herzog Luca? Ah, ich glaube, das war nach dem, nach unserer Therapie. Blut des Hauses Abele, Kapitel 4, Einleitung. Dieses Kapitel beleuchtet Editha Abele. Moment, ich glaube, das hatten wir auch schon. Ich glaube, das hatten wir schon. Wenn nicht, könnt ihr das ja gerne nochmal nachlesen. Es kam mir aber sehr bekannt vor. So, aber, das habe ich eben entdeckt. Sir, ich habe den Inhaber von Winslows Tresoren gestern in den neuen
gestern in dem Palast. Ich bat den Windsor drin. Der Code ist auf jeden Fall 946. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu aufgedreht. So, nochmal. Sir, ich habe den Inhaber von Winslows Tresoren gestern in den Palast und zu den Kasernen der Garde eskortiert. Er hat sich um den Tresor im Büro des ersten Hauptmanns gekümmert und die Kombination folgendermaßen eingestellt. 946. Sehr gut. Dann gehen wir mal dahin. So, und dann gehen wir endlich wieder, dann gehen wir endlich nach unten. Hallo. Hallo. Wer ist da? So. Hier ist ja gar nichts passiert. Die versteckt sich die ganze Zeit. Immer mal wieder. Da oben ist übrigens so ein Kabelwerkzeug. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. So, es ist 946. Ich sehe nichts. Neun. Ach, jetzt bin ich an der Tür vorbei. 4. Und die 6. Yay. So, jetzt können wir nach unten gehen. Einiges gesehen. Wir gehen hier auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe durch. Was? Wir haben einfach hier einen Notfall. Um zu gucken, wie es hier überall aussieht. Denn ich glaube, das ist schon ganz schön schön hier. Ganz schön schön hier. Wir essen mal eine Kartoffel. So, personal only. Da waren wir ja schon. Okay. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Oh. Schließen das mal wieder, weil es so schön ordentlich aussah. Das sieht ja cool aus. Ja, das sind Knochenartefakte in der Nähe. Boah, ey. Ich möchte mir das anschauen, ohne dass du sagst, hier sind Knochenartefakte in der Nähe. Mensch. Da unten ist auch noch eins. Der Lila Koppersbun. Ja, also. Die wird auf jeden Fall hier sehr verehrt. Und das ist quasi das, was wir auch haben. Nur halt umgekehrt. Was ist noch hier so? Können wir uns hinsetzen eigentlich? Nee, aber sonst ist hier nichts. Hier hinter. Warte mal. Okay, warte mal kurz. Kommen wir durch die Tür da hinten? Hier kommen wir nämlich gar nicht durch. Das heißt, das muss der Tresor des Herzogs sein. Das heißt, wir müssen so oder so da hinten lang. Okay. Gar nicht. Schwimmen mal hier ein Stück. Ah, okay. Wir müssen hier das Wasser irgendwie ablassen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie.
In den Tresor kommen wir bestimmt auch nur durch einen Knopf oder so. Was übersehen. Löschen. Wie kommen wir denn da hin? Ich vermute, es muss irgendwas mit hier zu tun haben. Ah, ey, ich hasse Unterwassersachen. Oh ja, jetzt hier kommen wir durch. Oh oh, ich glaube, wir sterben gerade. Okay. Da unten können wir auf jeden Fall durch. Wobei ich das sehen kann. Ah ne, doch nicht. Nehmen wir. Die Blutsteine. Oh. Oh, Moment mal. Wo sind wir denn dann hier? Hm, wir hätten die ganze Zeit von außen hier reingekommen. Ganze Zeit. Ich kann nur ein Tablett tragen. Der private Garten. Schön wäre, wenn man den da so reinschubsen könnte. Ah, okay, das hätten wir jetzt auch machen können. Naja, gut. Ich würde sagen. Ich weiß jetzt noch nicht. Wir schauen nochmal kurz. Jo, das wird sich lohnen. Was? Wo ist der Walöltank? Hä, ich hab das doch manipuliert. Nein, jetzt müssen wir nochmal das ganze Schwimmen machen. Na gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich werde das Schwimmen rausschneiden auf jeden Fall, also weglassen. Das müsst ihr nicht nochmal mit anschauen. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei Dishonored wieder. Bis dahin, mach's gut!